Liebe Freunde, die nächste Parascha im zweiten Buch Moses heißt Teruma. Teruma ist eigentlich Hebe, Opfer oder Steuer. Und diese Steuer wird verwendet, um sozusagen Haus oder Heiligtum für Gott zu bauen. Für den ersten Blick scheint es, dass es irgendein Überbleibsel der heidnischen Ansicht oder der heidnischen Handlung ist. Wozu braucht ein Gott, der Idee ist, ein Haus unter Menschen? Ich habe mich immer gefragt, ist das nicht ein Rückschritt oder zumindest eine Brücke, um aus dem Heidentum, aus der heidnischen Lebeart und Verständnis Gottes in die Moderne, in die Wirklichkeit des Judentums zu kommen. Und dann habe ich verstanden, dass dieser Gedanke eigentlich Irrtum ist. Wenn wir davon ausgehen, dass Gott erstens eine Idee ist und uns an die Schöpfungsgeschichte des Menschen erinnern, wo Gott den Menschen im Prinzip Zelem Elohim nach seinem Ebenbild erschaffen hat, dann ist auch der Mensch eine Idee. Natürlich unterscheiden wir heute biologischen Menschen, sozialen Menschen, staatlichen Bürger und alle anderen Arten, funktionelle Arten von Menschen. Und dann bleibt es natürlich ein theologischer Mensch. Der theologische Mensch ist nicht reduzierbar zu dem biosozialen Automaten, der nur optimiert. Der theologische Mensch, der Gottes Ebenbild darstellt, ist ein Träger des Guten, ist der Träger der Idee des Guten. Und wir reden über die Ehe zwischen Gott und dem theologischen Menschen. Und für diese beide brauchen wir natürlich kein Eigentumhaus, keinen Ofen, keinen Zaun, denn beide sind Ideen und beide sind miteinander verheiratet. Nichtsdestoweniger gibt es uns auch als biosoziale Menschen und die brauchen Sinnbilder und Träger, damit sie es lernen, in sich auch den theologischen Menschen zu sehen. Ich hoffe, diese Differenzierung ist euch auch verständlich. Denn der Gott sitzt nicht in dem Fingernagel und nicht in der Nase und nicht in einer Wimper und auch nicht im Gehirn und auch nicht im Herzen, wie wir es oft denken wollen. Gott und unsere Seele, der theologische Mensch, sind miteinander verheiratet. Und deswegen Sinnbild dieses Heirats ist in diesem Cherubim, in dem Deckel des symbolischen Hauses zwischen Mann, Gott und Frau, Volk Israel, gebaut wird. Was ist denn drin? Denn drin sind Worte. Genauso wie in jeder Ehe. Worte sind ein Mörtel der Liebe. Worte sind ein Mittel der Verständigung. Und diese symbolische, aus reinem Gold getriebene Cherubim sitzen auf dem Deckel der Bundeslade. Mit dem Gesicht zueinander. Wie Menschen verstehen einander, wenn sie mit dem Gesicht zueinander sind.
Und zwischen diesen Gesichtern ist der Herr oder, wenn ihr wollt, die Frau, auf jeden Fall Gott. Gott ist zwischen den Gesichtern der Menschen und aus dieser Position spricht Gott zu den beiden und aus dieser Position sprechen beide Liebenden zueinander und miteinander mit Hilfe von Gott und durch das Göttliche, durch die göttliche Beziehung. Und das ist ein Sinnbild der Liebe. Das ist aber noch nicht alles. Die Ideen brauchen in der irdischen Welt auch einen Träger. Die Tora, um gelesen zu werden, braucht Pergament, Buchstaben oder Papier und der Stift, mit dem man schreibt, Kalam, und auch einen Menschen, der das alles liest und den anderen erzählt und verkündet. Das ist rumherum um das Haus Gottes. Und trotzdem im Zentrum steht die Idee Gottes, die Idee der Liebe und das Allerwichtigste, die Idee des Guten. Denn das Gute ist absolut. Das heißt, von der Betrachtungsebene und vom Bezugssystem nicht abhängig. Das Gute ist aus jeder Ecke und Perspektive nur das Gute. Das Nützliche ist immer relativ. Für einen nützlich, für anderen schaden. Wenn ich am kommenden Schabbat eine Suppe aus Huhn essen werde, ist es für uns nützlich. Es ist nichts Gutes darin. Es ist nützlich. Für das Huhn sehe ich den Nutzen nicht so sehr. Also ist das Verhältnis zwischen Huhn und uns Nutzen. Wenn die Hühner reden könnten, würden sie sogar über das Böse unsererseits reden. Nicht nur können, dürfen. Also ist das Böse auch ein Extremfall und eine bestimmte Perspektive im Bereich des Nützlichen. Aber das Gute hängt von keiner Perspektive, von keinem Bezugs. System. Das ist absolut und das Gute ist natürlich Manifestierung Gottes. Und das ist nicht eine Sache des Glaubens oder Nichtglaubens. Das ist die Sache des Tuns. Also, ihr Lieben, Shabbat Shalom und seid miteinander. Beieinander. Und Gottes Segen sei mit euch und zwischen euch. Shabbat Shalom.